Hallihallo und willkommen bei Swiss Sim Racing Games. Es gibt eine kleine Änderung in meinen Videos. Ich werde nämlich zukünftig meine Gameplay-Videos während dem Spielen kommentieren. Dass mir das mit möglichst wenig Konzentrationsverlusten gelingt, werde ich dies in Schweizerdeutsch tun. Somit werde ich gleich komplett auf Schweizerdeutsch wechseln. Falls ihr etwas nicht versteht, einfach in den Kommentaren nachfragen. So, ich wechsle jetzt auf Berndeutsch und starte das Project Cars. Ich habe ja das ganze Windows neu installieren, habe natürlich vergessen, meine Spielstände zu speichern. Darum habe ich jetzt Karriere nicht mehr. Ist eigentlich nicht so schlimm, weil Project Cars, vielleicht für die, die es noch nicht so kennen, man hat von Anfang an alles. Also man hat alle Strecken freigeschaltet, man hat alle Fahrzeuge freigeschaltet. Also von dem her kein Problem. Und ich würde sagen, das ist gerade eine gute Gelegenheit, zusammen eine neue Karriere zu starten. Da können wir Vornamen eingeben, Speedy, Nachname Swiss Sim Racing Games, Spitznamen können wir jetzt da auch noch eingeben, Nationalität, Schweiz, wo ist die Schweiz? Da, Startnummer 5. Weiter. Hier wird man jetzt natürlich normalerweise beim Kartfahren aus sich näher verschaffen. Ich wechsle jetzt direkt in die GT3-Klasse. Kann man natürlich auch machen. Hier haben wir jetzt Verträge, die wir können unterschreiben können. 1 von 8. Da kann man hin und her switchen. Sieht man dann noch von welchem Land und wie gegründet und bla bla bla. Hier vor allem wichtig, eigentlich mit welchem Fahrzeug, dass man auch wirklich fahren kann. Ich fahre jetzt mit dem Aston Martin V8 Vantage GTE. Zeichnen. Es kommt da das ganze Intro mit der Erklärung und so weiter. Können wir überspringen. Dann haben wir da schon zwei Posteingänge. Willkommen im Team und so weiter und so fort. Müssen wir jetzt auch nicht unbedingt durchlesen. Können hier zum Kalender wechseln. Hier anwählen. Hier sehen wir jetzt, wissen vielleicht auch nicht jeder, GT3 US Trophy. Man kann hier aber auch noch weiter und dann sieht man, wechselt es in die UK Trophy. Und da ist noch Asia Trophy. Da sind natürlich dann einfach die Strecken anders. Ich würde sagen, wir starten mal die Asia Trophy. Hier wird man jetzt als erstes ein Training starten. Das brauchen wir eigentlich nicht. Darum können wir jetzt hier zur nächsten Sitzung simulieren. Und das zweite Training tun wir auch simulieren. Hier unten seht ihr noch die Sitzungsdauer, die ihr noch verstellen könnt. Das lassen wir jetzt mal ganz dunkel. Sonst dauert das ewig. Und die Gegnerstärke lassen wir auf 100%. Mal schauen, ob wir da Chance haben. Neustart tun wir zulassen. Ich habe es zwar nicht vor, neu zu starten, aber lass jetzt mal drin, weil zum Teil die KI einfach spinnt. Und da ist es ärgerlich, wenn die einem am Anfang abdrängt und man kann auch nicht neu starten. Also starten wir doch da mal das erste Qualifying. So, jetzt hier sehen wir Tuning Setup. Das tun jetzt da mal auf Standard zurücksetzen. Genau, jetzt gehe ich hier gerade von vorne durch. Bremskühlschächte weiss ich jetzt gerade, die kann man meistens ein bisschen zurückdrehen. Ich gehe jetzt da mal auf 50% zurück. Den Rest lasse ich hier so. Der Abtrieb lassen wir auch drinnen. Das lassen wir auch alles so lassen, wie es ist. Federbegrenzer könntet ihr je nachdem noch etwas abnehmen. Aber das ist vielleicht eher für bei Strecken, wo es wirklich Absätze hat, wie eben zum Beispiel die Nordschleife. Die Kühe lassen wir auch mal lassen und das ganze Differential, Achsenversetzung auch. Tankfüllung, das ist auch immer so gut.
Wir wüssten jetzt nicht für was, dass ich hier so 95 Liter mitnehmen, für das wir dann schlussendlich nur 5 Runden fahren werden. Ich gehe jetzt da mal zurück auf 30 Liter. Ist immer noch zu viel, aber schon mal ein bisschen Gewichtsreduktion. So, jetzt sind wir da wieder am Start, speichern. Boxenstrategie müssen wir eigentlich nicht ändern. Genau, jetzt vielleicht gerade für die, wenn ihr jetzt von Anfang an schon eine super Zeit fahrt und der Finger gut, besser wird ich auch nicht, könnt ihr hier den Zeitverlauf führen. Dann werden Computergegner gespult, also eigentlich allgemein Zeit. Dann könnt ihr das näher führen spulen. Wenn ihr nämlich gerade direkt zum Ende der Sitzung springt, machen euch zum Teil die KI-Gegner unrealistische Zeiten. Merkt ihr dann vielleicht selber schnell. Darum am besten hier gerade den Zeitverlauf aufstellen bis zum Schluss. Also, fahren wir mal. Geht es einfach direkt los bei Regen? Schon mal nicht schlecht. So, alles einschalten, gut. Jetzt haben wir den Vorteil. Jetzt kommt schon der erste kommt schon wieder von hinten. Aber ich glaube, der wird uns nicht unbedingt überholen. Ich habe eigentlich wie gegen die Traktionskontrolle ausgeschaltet. Darum muss ich jetzt hier im Regen ganz speziell gut aufpassen. Das ABS habe ich jetzt seit einer Zeit eingeschaltet, weil ich muss sagen, gerade bei Zeitrennen macht es dann halt einfach schon viel aus, weil man kann einfach vor der Kurve wirklich voll bremsen. So, jetzt Konzentration. Schauen, was wir von der Zeit herbringen. Ich glaube, es sollte auch schon ein bisschen aufregnen. Ja, spät bremsen. Viel spät bremsen. Strecke ungültig. Ja, gut, ist es eigentlich mal gleich. Wir haben noch gut 5 Minuten Zeit. So, jetzt kann ich nämlich endlich den Scheibenwischer ausschalten. Der nervt mich. In dieser Zeit fast gut fahren. Das macht ein bisschen früher in die Bremse. Gut, wunderbar.
Ja, irgendwie bin ich gerade ein bisschen sehr viel driften. Es kostet Zeit, es kostet Zeit. Ah. Ist natürlich auch, jetzt fällt es noch verrecken. Ist natürlich jetzt ein bisschen doof gewesen, weil wir sind jetzt eigentlich bei trockener Strecke mit Regenreifen gefahren. Dann werden sie natürlich auch heiß. Das seht ihr hier, Telemetrie, auch. Hinten haben wir jetzt 120 Grad, das ist natürlich zu viel. Aber dafür sind wir jetzt wieder froh, weil wir jetzt noch Regenreifen drauf haben. Mit Slicks hätten wir jetzt da ziemlich verloren. So, mögen wir da für eine Zeit fahren? 1,47,7. Wir sind auf Platz 10. Ui, nochmal auf Platz 10. Okay. Könnten wir jetzt eigentlich die Runde da noch besser fahren, aber jetzt ist es natürlich wieder nass. Von dem her wird das eigentlich fast unmöglich, habe ich das Gefühl. Wir jetzt hier nochmal schneller werden. Ja. Das wird auch nichts haben. Ja, definitiv wird das nichts. Naja. Okay. Irgendetwas ist da nicht ganz just. Ich habe einfach überhaupt keine Traktion mehr auf den Hängereifen, weil die einfach so heiß sind. Okay. Ich sehe jetzt auch gerade, die Hängebremsen sind noch blau gefärbt, also sie sind noch mal 260 Grad. Dann können wir eigentlich den Bremskühlschächt noch mal ein bisschen zutun. Da noch ein bisschen rumtreffen. Ja gut, aber auch nicht. Ich habe es eh gerade gesehen, die Zeit läuft jetzt eh gerade ab. Jetzt können wir jetzt eigentlich die Runde können wir jetzt eigentlich noch fertig fahren. Oder nicht? Ich habe mal gemeint, die letzte Runde kann man aber noch fertig fahren. Aber in dem Fall nicht. Platz 10. Was hat jetzt der Platz 1? 1,44er Zeit. Also ich weiss nicht genau, wie der das hergebracht hat. Ob der hat gewechselt auf Slicks und dann auch eine Runde im Trocknen ist gefahren. Muss fast so sein, sonst hat er nicht so eine Zeit hergebracht.